Kannst du mir das mal bitte bringen und du machst es einfach nicht und dann... Und dann würde das als Zeichen von Intelligenz gewertet werden. Hä? Also, und Katzen intelligent... Digga, Hunde... Guck mal bitte, was Hunde alles machen können. Also zu was man Hunden alles bringen kann. Es gibt Blindenhunde, es gibt Security-Hunde, es gibt hast du mich gesehen Hunde. Hallo? Also man kann ja wirklich so viel Hunden beibringen. Das war jetzt echt knapp. Aber Katzenlieber würden jetzt sagen, ja, Katzen können das auch, aber die wollen nicht. Bro, that's fucking Cap right there. Das ist halt Cap. Also ich würde es ja wirklich gerne verstehen, aber es macht halt legit keinen Sinn. Also ich verstehe die Argumentation nicht von Katzenliebhabern. Auch zum Beispiel, wenn meine Katze sagt, nein, 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 das darfst du nicht, nein, und sie macht es trotzdem. Warum kommen dann Leute auf die beknackste Idee, das als Intelligenz zu werden und zu sagen, ja, die lassen sich halt nicht alles gefallen. So, Digga, die sind einfach nur stur und halt nicht so schlau. Hä? Also... Wisst ihr, was ich meine? Also jetzt hier auch kein Gebäsche, wir haben ja selber eine so mäßig, aber ich habe die Argumentation, verstehe ich halt. Ich finde, die macht halt auch legit einfach keinen Sinn. Man kann mit mir über alles reden, aber das macht halt keinen Sinn für mich. Oh, ich hole trotzdem Loadout wegen Perks. Zack. Ich höre, das Loadout hier ohne Perks so halb so geil, wobei actually, lass das hier mal kurz liegen, weil ich werde eh wahrscheinlich gleich sterben. Ne? Geil, oder? Wenn man so an sich selber glaubt. Dann ist nicht komplett wasted. Dann kann ich so jetzt einmal mit dem Loadout und den Perks sterben und kann dann trotzdem immer Loadout ziehen. Five Head, ne? Let's go, baby. Oh mein Gott, ich habe ja kein Wurfmesser. Oh, ich wollte hier mit Wurfmesser abwerfen. Ich habe da Semtex und die werfe ich irgendwie noch voll slow. No? Ja, egal. Da habe ich ja krass Karma bekommen. Hm. Aber ihr versteht doch meine Argumentation, oder nicht? Also jetzt ernst gemeint. Auch die Katzenbesitzer. Ihr versteht doch, was ich euch damit sagen möchte, oder nicht? Weil ich... Also... Ja, oder? Was versteht man doch, was ich damit sagen möchte? Ohne, dass man... Ohne, dass ich euer Lieblingstier natürlich... schlecht mache. Weil es halt einfach meine... Meine Argumentation, finde ich, ist logisch. Muss man ehrlich sagen. Oh, es ist so schwer, irgendwas zu sehen da mit diesem Visier, weil die meistens immer unter denen sind. Ich habe mir das irgendwie geiler vorgestellt. Oh, ein Wurfmesser. Habe ich, Hamburg, habe ich. Ich hatte die Diskussion schon mit Annika mal. Mit meinem Bestie. Weiblich gesehen. Annika und ich sind immer auf Kriegsfuß wegen Katzen und Hunden. War letztens bei Annika im Chat, war sie richtig sauer, glaube ich. Sie so, ach Chris, dann bist du kein Tierfreund oder so, weil ich immer Katzen wäsche. Sind denn Hunde schlauer als Katzen? Ja, das ist doch halt das, was ich sage. Also, an was machtest du denn abhängig? Also, Hunde... Es gibt ja wirklich Hunde, mit denen kannst du ja alles beibringen. Also, alles. Digga, guck mal bitte, was für Hunde gibt. Blinde Hunde, Therapiehunde, alles Mögliche. So.
Natürlich sind Hunde dann schlauer als Katzen, weil vor allem haben Hunde auch einen sozialen Nutzen. Wisst ihr? Katzen haben einfach gar keinen sozialen Nutzen, außer jetzt natürlich Haustier und so. Ne? Klar, immer was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Katzen halt einfach Katzen so. Die bereichern halt das Leben von jemandem. Ist ja auch schön, muss ja auch nicht viel machen. Ist ja auch kein quasi so Battle zwischen den Tieren. Den Tieren ist das ja egal. Aber Hunde sind doch, allein schon wenn man überlegt, wozu man Hunde alles benutzen kann, auch schlauer als Katzen. Okay, warum konnte ich jetzt nicht schießen? Schade da. Therapieschwein. Ja, zum Beispiel. Therapieschwein einfach. Und ich frage mich halt nur, woher kommt dann, also meine eigentliche Frage ist, woher kommt die These, dass Katzen schlau sind? Kann mir das jemand beantworten einfach? Woher kommt es? Ja, aber das, also weil sie sich nicht sagen lassen, aber ich weiß nicht, Chat, ich weiß nicht, ob ich da, ich bin auch einfach, ich liebe halt Hunde über alles, aber es hat einer nichts mit dem anderen zu tun. Wie kann man denn das ernst meinen als Argument? Ihr trollt mich doch, oder nicht? Also was ist das für ein Argument? Die lassen sich, Bro, ich muss mal kurz inhalten, also das Argument ist, dass Katzen schlau sind, dass sie sich nicht sagen lassen. Hä? Aber was ist das denn für ein Argument? Ich dachte, es gibt irgendwelche Tests oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sowas testet. Wobei, die testen ja auch... Wie ist das mit dem... die testen ja quasi so Affen oder so, werden ja getestet mit so Spielzeug oder so, ne? Logisches Denken oder so. Ja. So, aber jetzt schieße ich auf jeden Fall erstmal wieder mit meiner Sniper daneben. Guck mal bitte das Visier. Ich sehe den Gegner gar nicht. Guck mal. Das ist, by the way, ein Warzone 2 bzw. MW2 Problem. Hallo? Das eigentliche Problem ist, dass die Waffe die ganze Zeit so wackelt. Guck mal, wenn ich aime. In Warzone 1 würde das da immer genau gerade bleiben. Aber dadurch, dass es die ganze Zeit so hin und her wackelt, guck mal. Kann man damit nicht so gut aimen. Boah, wie habe ich dem denn eigentlich gerade 2 Hitmarker gegeben? Geisteskrank. Na egal. Oh, das ist Montana Black. Das war Montana Black mit Lockwood Shotgun. Auf One-Shot gebaut. Ist er da nicht runter von da oben? War das denn bitte gerade kein Hit? Lol. That's kind of funny, man. Kann ich mal die Maske aufsetzen? Wie geil wäre jetzt Maske auch noch wirklich aufsetzen? Auf geht's, HSV kämpfen und siegen. Hat wirklich noch nie irgendjemand gesagt. Oh, ich bin so scared gerade. Oh, wie kann das sein? Also jetzt mal ernsthaft. Wie kann das sein, Bro? Ich schieße jemanden an. Ich schieße jemanden an, mache ihn Shieldbreak, okay, mit dem ersten Schuss. Dann treffe ich ihn wieder an den Oberkörper, überlebt den Schuss einfach auch. Hä?
How does that make any sense, dude? Was geht Mauri, mein Bro? Guck mal, Syndicate, das ist eine gute Argumentation. Damit kann ich leben. Das macht auch irgendwie Sinn. Oh, wie delayed die Hits einfach kommen. The fuck? Das macht Sinn, Syndicate. Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Also wie gesagt, Chat, das kam vielleicht falsch rüber. Mir ging es nicht darum zu bashen, sondern ich wollte wirklich genau das, was Syndicate geschrieben hat, das wollte ich wissen. Ist auch ein gutes Argument. Oder eine gute Logik. Das hat mir gefehlt. Es kommt gerade Jailbreak. Trotzdem sind Hunde besser, sage ich. Oh, sage ich. Lieblingsargument von Serena Chat, actually in den Chat, alle mal actually in den Chat. Katzen leben ja auch noch nicht so lange mit den Menschen zusammen. Actually. Deswegen, warum wechselst du goldene Maske? Weil goldene Maske kaputt war, Bro. Also noch 10%. Willst du keiner R spielen? Nee, ich will gerade hier mal Sniper mit Ironside spielen. Damit ein bisschen Rambazamba hier mal. Oh, mashallah. Feindliche Drohne über uns. Boah, muss. Ey, Chat, ihr müsst schon sagen, wenn ich hacken würde, ne? So richtig übertrieben mit Aimbot, würde ich safe die Klasse hier spielen. Also safe sogar. Wie geil ist bitte das Ironside von der Sniper, wenn man mal trifft? Und wenn das hier halt nicht wäre, wäre so geil. Ich würde so Full Aimbot anmachen und mit 15 Schuss Magazin die ganze Zeit so über die Map laufen. Was ich bei Katzen halt legit nicht verstehe, jetzt sagt Serena wieder, es ist nur bei dir so. Bruder, warum klatschen mir Katzen einfach eine? So aus dem Nichts. Digga, wir waren gestern, Chat, war ich mit Serena in so einem Tierheim, okay? Da war, also das waren nur Katzen. Das war so ein Raum, der habe ich euch erzählt, der war so groß, da waren 50 Katzen drin, okay? Ich gehe zu einer Katze hin, die so, keine Ahnung, die ist gebeutelt vom Leben safe. Die hat bestimmt viel Schlimmes erlebt, okay? Ich gehe so hin, na, kleine Miezi, ich halte so mein Dings hin. Sie guckt mich so an, faucht und kratzt mich so und schlägt. Digga, ich war so, okay, Bro, ich komme nie wieder. Was jetzt? Holy shit, Bro. Ich check's halt nicht. Ich bin so lieb auch zu unserer Katze Finley. Digga, ich nehme ihn so, ich kraul ihn, auf einmal, er beißt mich einfach oder er kratzt mich oder so. Oder nachts, er kräht einfach durch. Bro. So, ist voll krank, ich schwöre, Katzen sind voll krank. Serena hat eine Katze zu Hause. Digga, ich streichle sie zuletzt am Rücken. Serena sagt dann, ja, Serena hat zu mir gesagt, ja, ich soll sie nicht am Rücken streicheln. Okay, ich habe sie außerdem am Rücken streichelt. Sie kratzt mich einfach blutig, Bro. Und ich war so, Digga, kleiner Scheißer, so mäßig nach. Habe ich ihr natürlich nur gedacht, ne? Ich dachte so, Alter, so, du kriegst hier irgendwie umsonst Essen. Sie bezahlen dein Essen, so, wir kümmern sich um dich. Was bist du, so todesfresh? Was glaubst du, wer du bist? Ah, ja, ja! Ja, natürlich, alle haben auch dieses komische Visier. Natürlich geht der Cluster auch genau auf meinen Kopf.
Felix, danke für 35 Monate, mein Brody. Danke für die 35, Marcelos. Danke für 18. Florian, danke für 32. Und Chris, danke nochmal für die 7. Kentix, danke für 20.